Ein dicker Shoutout vielleicht auch an die Fans von Brody. Von Brody, ja. Alien, Covenant oder auch Prometheus 2 oder im Grunde Alien Episode 2. Denn das Ganze soll ja jetzt eine Trilogie werden, die dann dort endet, wo letztlich der alte Alien-Film von 1979 beginnt und damit wird dieser ja quasi zu Episode 4. Trotzdem war dies ein Film, wo ich von vornherein überzeugt war, der ist angeschmiert, denn er muss zwei Zielgruppen bedienen oder beziehungsweise zwei Erwartungshaltungen. Zum einen war es ja so, dass 2012 der erste Prometheus kam und da hieß es ja, ja, er spielt zwar im Alien-Universum, ist aber doch eine eigene Geschichte und enthält höchstens Anspielungen und so fiel der Film ja letztlich auch aus. Da haben aber einige Leute gemeckert, dass da zu wenig Action drin ist, dass sie zu wenig Alien bekommen und fanden es eher langweilig, wie der Film dann eben so hochphilosophisch versuchte, den Ursprung der Menschheit zu ergründen. Doch es gab auch Leute, die das mochten. Jetzt hat man den zweiten Teil aus dieser geplanten Trilogie und das ist Alien Covenant. Und die Vorschau vermittelt eigentlich, also mir ging es so, ich hatte den Eindruck, wir kriegen jetzt hier dasselbe, was Star Wars Episode 7 gemacht hat, der ja im Grunde nur eine Kopie von dem Episode 4 war, dass man jetzt hier eine Kopie des alten Alien-Films bekommt. Sprich, eine Raumschiff-Crew landet auf einem fremden Planeten, kommt mit den bekannten Alien-Eiern in Kontakt, dann haben die fortan ein Alien auf dem Schiff und dann beginnt das große Gemetzel. Eigentlich also im Grunde ein komplettes Guilty Pleasure für Fans, wie sie es sehen wollen. Nur, was ich meinte, dass der Film zwei Zielgruppen bedienen muss. Einerseits will er dem Zuschauer ja entsprechend erwartete Alien-Action, Splatter und Horror liefern. Aber auf der anderen Seite wollen sie ja auch die Story von Prometheus, die zum Ende hin ja sogar interessant wurde, irgendwie fortgeführt haben. Und hier kann ich jetzt verkünden, und das ist gleichermaßen Pro wie Contra, der Film wurde vom Trailer komplett falsch dargestellt. Denn der Trailer lässt es, wie gesagt, so aussehen, Raumschiff-Crew, fremder Planet, Alien an Bord und die alte Nummer. Dem ist nicht so. Da will ich jetzt natürlich nicht in die inhaltlichen Details gehen, warum dem nicht so ist. Ich sage so viel. Der Film spielt wirklich zu zwei Drittel auf dem Planeten, auf dem die dort landen. Und der Film greift auch in einem immens großen Schwerpunkt nochmal die Prometheus-Gedanken auf und ist da bemüht, Fragen zu beantworten, Richtungen vorzugeben. Dummerweise ist das alles gähnend langweilig. Und ich, wie gesagt, ich bin jetzt sehr gehemmt, auf inhaltliche Details reinzugehen. Wir haben letztlich einen natürlich technisch perfekt abgefilmten, aufbereiteten Titel. Da ist gar keine Frage. Inhaltlich ist es völlig redundant, denn man kriegt keine inhaltliche Verbindung zu den Hauptfiguren. Die neue Hauptfigur soll so als eine Art neue Ripley aufgebaut werden, erreicht aber nicht diese Qualität. Michael Fassbender in einer Doppelrolle als Android dominiert den Film in den Szenen, die er hat. Und ansonsten haben wir hier ein paar Alien-Szenen, die regelrecht alibihaft eingefügt wurden. So kommt es mir vor. Es ist deutlich weniger Alien im Film, als es die Vorschau hervortut. Und was ich schon im Vorfeld gehört hatte, muss ich nach dem Film wirklich bestätigen. Man hat so viele Szenen, so viele Parts, so viele Momente, in denen Charaktere Dinge tun, die einfach nur dumm sind, unplausibel oder einfach zum Aufregen. Und auch das hilft nicht gerade mit dieser Crew warm zu werden, Mitleid zu empfinden. Und ja, ich versuche es jetzt mal zum Fazit zusammenzubringen. Wer auf eine Fortsetzung der Prometheus-Story hofft, wird sie kriegen, aber nicht wirklich befriedigend erzählt. Wer eine reine Alien-Splatter-Orgie erwartet, muss sich leider sehr lange gedulden und auch dann wirken die Szenen zwar handwerklich super, aber im Grunde hat man die fast alle schon im Trailer gesehen. Und höchst unbefriedigend finde ich auch, das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich sage, dass es eben eine Trilogie wird und deswegen durchaus ein halbwegs offenes Ende gewählt wird. Und das ist einfach ein Effekt, den ich mittlerweile an Filmen nicht mehr sehen könnte. Ich möchte einen Film sehen, ich möchte ein Ende sehen und ich möchte einen Abspann. Und ich bin jetzt beim Abspann 30 gegangen, aber ich will mich gar nicht erst fragen müssen, könnte da noch eine Abspannszene kommen? Und eben in den alles in allem fand ich den Film einfach gähnend langweilig. Ein paar Szenen funktionieren, ein paar Momente passen, aber trotzdem kriegt die Nummer von mir gerade mal 2 von 5 Punkten. 2 von 5 Punkten für einen Alien-Film, der vom Originalregisseur gemacht wurde. Das ist wirklich
bescheiden. Aber das ist nur meine Ansicht und heute haben wir was Besonderes, nämlich eine weitere Ansicht. Denn ich habe im Internet bzw. auf YouTube einen anderen Kanal gefunden, nämlich Die Glotzer. Und den fand ich so lustig, dass ich sie einfach mal gefragt habe, ob sie mir hier zu Alien Covenant ihre Meinung aufsprechen würden, die ich dann hier einbauen wollte. Ja, und sie haben es gemacht und deswegen hier noch eine alternative Meinung. Brody! Alte Gurke, pass auf, der hat ja Alien Covenant nicht gesehen, deswegen erzähle ich jetzt mal, was Sache ist. Und zwar, also der Film ist ja im Prinzip ganz nett, das ist gute Sci-Fi, würde ich sagen, die optisch auch nett anzusehen ist, mit Horrorelementen, recht actionlastig, actionlastiger, als man das von Alien-Filmen kennt. Geht ein bisschen zu schnell in die Vollen, relativ schnell, relativ frontal, relativ in die Fresse. Das ist für den einen schlecht, für den anderen gut, das ist, glaube ich, Geschmackssache. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, vor allem für Fans, die wissen wollen, wie geht denn die Geschichte von Prometheus weiter, wie wird dieses Alien-Universum jetzt weitergesponnen von Ridley. Ist es denn auch was für Philosophiestudenten? Auch, philosophisch angehaucht, durchaus, tatsächlich. Die Frage nach Leben, nach Erschaffung von Leben, und das ist durchaus mit drin. Ich habe im Trailer gesehen, es gibt auch erotische Elemente. Selbstverständlich. Das ist sehr schön. Viel Spaß und ja. Ein dicker Shoutout vielleicht auch an die Fans von Brody. Von Brody, ja. Toll. Ich würde sagen, das ist vielleicht so eine 53 von 76. So. Vielen Dank an die Glotzer. Ich gucke mal, dass ich den Kanal irgendwo auf der Endcard verlinke. Aber jetzt seid ihr natürlich gefragt, habt ihr Alien Covenant gesehen? Wie fandet ihr ihn? Oder was erwartet ihr von diesem Film? Das würde mich interessieren in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo. Und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao. Thank you.